Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video sprechen wir über die Analyse von längsschnittlichen Daten. Und dabei haben wir ein paar wichtige Lernziele. Am Ende dieses Videos werden wir beschreiben können, was längsschnittliche Daten ausmacht und welche Besonderheiten wir bei ihrer Analyse beachten müssen. Wir werden erklären können, was die grundlegenden Konzepte des sogenannten Multilevel Modeling und des Latent Growth Curve Modeling sind und wir werden Ähnlichkeiten, aber auch wesentliche Unterschiede dieser Verfahren erläutern können. Die Online-Version dieses Videos hat Kapitelmarken, die direkt zu den entsprechenden Abschnitten führen. Zudem enthält dieses Video Untertitel, also nach Bedarf gerne einschalten. Das volle Transkript des Sprechtextes ist in den Foliennotizen der Präsentation enthalten, verlinkt in der Videobeschreibung. Die Analyse längsschnittlicher Daten, die berührt eine Reihe von klassischen statistischen Methoden, etwa den abhängigen T-Test, die ANOVA mit Messwiederholung oder die Regressionsanalyse. Deswegen ist es eine gute Idee, mit einer kurzen Wiederholung zu starten. Wobei, ich schaue nur zu, wiederholen müssen Sie. Dieser QR-Code oder alternativ das Aufrufen der Website patisse.fi und die Eingabe der hier eingeblendeten Zugangsnummer bringen Sie zu unserem Patissify-Raum. Dort finden Sie ein kurzes Vorwissensquiz. Springen Sie also jetzt kurz rüber, fliegen durch die Fragen und kehren dann wieder hierhin zurück. In unserem Patissify-Raum können Sie auch jederzeit Fragen zu den Inhalten dieses Videos stellen. Ein Klick auf das Sprechblasensymbol genügt. Wenn also etwas unklar bleibt, dann fragen Sie gerne dort nach. Da sind übrigens schon einige Fragen gestellt, nämlich zum Vorwissensquiz. Mit dem grünen Häkchen markiert sind alle davon, die bereits eine Antwort haben, aber nicht schwinksen. So, und jetzt steigen wir ein in die Analyse von Zeitverläufen. Zuerst klären wir, was Zeitverlaufsdaten eigentlich sind und warum Sie ganz spezielle Anforderungen an Ihre Analyse stellen. Am Beispiel geht alles besser, also nehmen wir Daten aus der Forschung zur akademischen Selbstwirksamkeit. Damit bezeichnet man die Überzeugungen und Einstellungen von Schülerinnen, Schülern und Studierenden, akademische Aufgaben erfüllen und Kompetenzen erfolgreich erwerben zu können. Eine dauerhaft niedrige akademische Selbstwirksamkeit hat nicht selten fatale Konsequenzen für den gesamten beruflichen Entwicklungspfad. Je besser wir dieses Konzept verstehen, desto eher können wir hoffen, Studierende dabei zu unterstützen, ihr Studium möglichst erfolgreich zu meistern. Man könnte sich dazu nun ein längsschnittliches, ein longitudinales Erhebungsdesign ausdenken, indem man Studierende zuerst bei der Einschreibung, dann nach dem ersten, dem dritten, dem sechsten und dem siebten Semester mit einem Fragebogen zur Selbstwirksamkeit befragt. Zum Beispiel die Academic Self-Efficacy Scale von Jerusalem und Schwarzer. Wir haben also Daten von Studierenden wie Lisa, Mark und Nike. Aber schon zur Einschreibung bekommen wir unser erstes Problem. Stichwort Online-Einschreibung. Wir haben keinen direkten Zugriff auf die Studierenden. Und das führt dazu, dass Mark den Fragebogen erstmal nicht ausfüllt. Wir verschicken deshalb in der Mitte jedes Erhebungssemesters einen Reminder und diesmal ist Mark dabei. Über die Zeit sehen wir, dass Lisa bereits hoch gestartet einen steigenden Trend in der Selbstwirksamkeit hat. Bei Mark hingegen geht es zuerst auch nach oben, aber dann fällt sein Score wieder ein bisschen ab. Und bei Nike, da sieht es ganz schlecht aus. Niedrig gestartet scheint sie überhaupt nicht im Studium anzukommen. Und zu allem Übel verpasst Nike auch noch zwei Messungen. Fehlende Werte. Viele weitere Studierende durchlaufen unsere Messzeitpunkte ebenfalls mit verschiedenen Trends. Manche steigend, andere fallend. Und natürlich haben wir auch da fehlende Werte. So ein Plot wird gerne als Spaghetti-Plot bezeichnet und er zeigt eine ganz typische longitudinale Datensituation. An solche Daten können wir eine Reihe von Fragestellungen richten. Gibt es systematische Veränderungen über die Zeit? Welche Form haben diese Veränderungen? Sind sie für alle Personen gleich oder lassen sich verschiedene Verläufe unterscheiden? Ist der Verlauf vielleicht abhängig vom Niveau, auf dem die Personen starten? Und gibt es weitere Variablen, die den Trend beeinflussen? Was wir brauchen, sind statistische Analyseverfahren, die uns bei der Beantwortung solcher Fragen helfen. Wir sollten aber zuerst überlegen, mit welchen Besonderheiten so ein Verfahren bei longitudinalen Daten klarkommen muss. Naja, also erstmal haben wir bei Längsschnittdaten sehr oft eine hohe Menge fehlender Werte. Da wäre es doch schön, wenn wir auf Methoden zur Ersetzung fehlender Werte gänzlich verzichten könnten.
Nicht, dass solche Methoden, etwa die multiple Imputation, für longitudinale Daten nicht geeignet wären. Hier sind zwei Quellen, die das sehr schön zeigen. Aber wenn unser Analyseverfahren selbst bereits mit lückenhaften Daten umgehen kann, dann sparen wir uns nicht nur Zwischenschritte, sondern wir vermeiden auch potenzielle Quellen von Bias. Die zweite Besonderheit betrifft unsere Messzeitpunkte und das gleich in zweifacher Weise. Einerseits sind die Abstände unserer Messzeitpunkte nicht identisch. Und zusätzlich durchlaufen nicht alle Personen dasselbe Regime an Messzeitpunkten. Ein Teil der Personen antwortet erst nach einem Reminder. Die studieren dann aber schon mindestens 2 Monate länger. Das sollten wir nicht in einen Topf werfen. Solche individuellen Muster, die können noch viel extremer sein. Wir kennen Längsschnittstudien, bei denen Messzeitpunkte komplett individuell sind. Zum Beispiel diese hier, wo die Datenerhebung immer dann stattgefunden hat, wenn die Personen zufällig gerade mal zum Arzt gegangen sind. Das Offensichtlichste haben wir aber noch gar nicht angesprochen. Unsere Daten sind abhängig. Wir haben mehrere Messungen von jeweils derselben Person. Und das ist bei longitudinalen Analysen weit mehr als eine bloße statistische Eigenschaft. Wir sehen die Abhängigkeit mit bloßem Auge. Personen, die mit einer hohen Selbstwirksamkeit einsteigen, die entwickeln sich tendenziell in eine positive Richtung. Während initial bereits niedrige Werte im Zeitverlauf eher noch weiter absinken. Die Selbstwirksamkeit bei der ersten Messung und der weitere Verlauf sind also korreliert. Und es wäre doch schön, wenn unser Analyseverfahren eine solche Korrelationsstruktur auch abbilden würde. Abhängigkeit hat viel mit den sogenannten Fixed- und Random-Effekten zu tun. Die Zeit in unseren Daten ist ein schönes Beispiel dafür. Wäre die Zeit ein Fixed-Effekt, dann würde das bedeuten, dass sie für alle Personen in der Stichprobe gleichartig wirkt. Bis auf unkorrelierte Abweichungen jedes einzelnen Datenwertes müsste also eine Regressionsgerade eine sinnvolle Beschreibung solcher Daten sein. Hier ist das aber anders. Die Messwerte weichen je nach Person recht systematisch, bei Lisa nach oben, bei Marc und Nike eher nach unten, von einer Regressionsgeraden ab. Das ist ein Random-Effekt und der ist wichtig für unser Analyseverfahren. Das hier ist jetzt ein ganz schöner Katalog. Zwei Verfahren, die dem gewachsen sind, heißen Multilevel Modeling und Latent Growth Curve Modeling, kurz LGCM. Genau die beiden schauen wir uns jetzt näher an. Unser Startpunkt ist der Spaghetti-Plot. Es ist nicht weit hergeholt, wenn wir vermuten, dass der genau deshalb so aussieht, wie er aussieht, weil die Messwerte einem Wachstumsprozess unterliegen, aus dem wir nur ein paar Zeitpunkte herausgegriffen haben. Dabei ist Wachstum sehr weit gefasst, denn Wachstum kann eben auch negativ sein. Oder nicht linear oder schrittweise unterschiedlich ablaufen. Multilevel Modeling und Latent Growth Curve Modeling beantworten nun genau diese Frage. Gibt es in unseren Daten Wachstumskurven? Und wenn ja, wie sehen die aus? Wir starten mit den Multilevel Models, zu Deutsch Mehrebenenmodelle. Die sind vergleichsweise jung. Ihre Grundlage wurde im Jahr 1982 beschrieben und dann, 1995, zum ersten Mal als Multilevel Modeling bezeichnet. Varianten davon kommen in der Literatur unter vielen verschiedenen Namen vor. Random-Effekts-Modelle, hierarchische Modelle, Mixed-Effects-Regression. Der Ansatz ist aber immer derselbe. Gehen wir der Einfachheit halber mal davon aus, dass die Wachstumskurven für die Selbstwirksamkeit in unserer Stichprobe linear sind. Wir vermuten also, dass die Selbstwirksamkeit den Verlauf einer Geraden nimmt. Formuliert als statistisches Modell hieße das Selbstwirksamkeit y gleich B0 plus B1 mal t. B0 ist der y-Achsenabschnitt. Den brauchen wir mit Sicherheit, weil unsere Personen bereits zum Zeitpunkt 0 einen deutlich positiven Selbstwirksamkeitswert haben. B1 ist die Steigung der Wachstumskurve. Dieses B1, das sagt uns, wie sehr die Selbstwirksamkeit steigt oder sinkt, wenn wir in der Zeit um eine Einheit voranschreiten. Das t nun ist genau diese Zeit. Für unsere Daten setzen wir da einfach die Nummer des Studiensemesters ein, beginnend bei 0 für die Einschreibung. Und 1,5 bedeutet, dass die Personen für die jeweilige Erhebung erst auf den Reminder zur Semesterhälfte reagiert haben. Wir hätten die Zeit ohne weiteres aber auch völlig anders operationalisieren können, zum Beispiel als Tage zwischen Erhebung und Einschreibung oder als Monate vor der Exmatrikulation. Dann wären alle Werte für die Zeit negativ. Was davon sinnvoll ist, hängt ganz von unserer konkreten Forschungsfragestellung ab. Und schließlich brauchen wir ein Residuum Epsilon, weil wir unsere tatsächlich beobachteten Messwerte mit ziemlicher Sicherheit nicht perfekt werden vorhersagen können. Und jetzt fehlen uns nur noch ein paar Indizes.
Es gibt in der Stichprobe n Personen. Wenn die den Index i bekommen, dann ist der Wert yi die Selbstwirksamkeit für die i-te Person in der Stichprobe. Und wir haben für jede Person auch noch m Messzeitpunkte. Für deren Indizierung wählen wir mal das j. yij ist damit also der Messwert für die i-te Person zum Zeitpunkt j. Und tj ist der numerische Wert genau dieses j-ten Messzeitpunkts. Diese Gleichung sieht erstmal aus wie eine ganz normale lineare Regression. Eine solche kann unsere Daten aber mit Sicherheit nicht sinnvoll abbilden. Die Varianzaufklärung, die bestätigt das. Der Grund dafür ist, die einzelnen Personen unterscheiden sich massiv, nämlich erstens in ihrem Startwert und zweitens in der Steigung ihrer Selbstwirksamkeitsverläufe. Was also tun? Die Lösung ist, aus den Festparametern B0 und B1 individuelle Parameter für jede Person zu machen. Wir machen also aus Fixed Effects Random Effects und das geht so. Aus dem B0 machen wir einen individuellen Parameter B0i. Dazu legen wir fest, dass es aus einem gemeinsamen Wert B0 für die gesamte Stichprobe und einem personenindividuellen Wert besteht. Das Symbol hier ist eigentlich ein griechisches Y, aber um Verwirrung zu vermeiden, sage ich V dazu. Dieses V0i ist ein Random Effekt. Er ist das, was zum Beispiel Lisa und Nike in ihrem Startwert der Selbstwirksamkeit voneinander unterscheidet. Falls in den Daten nun alle Wachstumskurven weitgehend parallel wären, dann bräuchten wir unser Modell nicht weiter zu modifizieren. Ein fester Steigungsparameter, B1, ein Fixed-Effekt für alle Personen würde reichen. Unsere Daten sehen aber nun mal anders aus. Heißt, wir brauchen personenindividuelle Steigungen. Deshalb zerlegen wir die Steigung B1 ebenfalls in eine gemeinsame Komponente und einen personenindividuellen Teil, das V1i. Und das hier kann man nun ineinander einsetzen und erhält daraus diese Gesamtgleichung mit zwei festen Effekten und zwei Random Effects. Und wir können auch gerade noch die Zeit für jede Person individuell machen, weil wir ja interindividuell verschiedene Messzeitpunkte haben. Und die Gleichung hier hat weitreichende Folgen. Wir können damit die Vorhersage jedes einzelnen Datenwerts in der Stichprobe zahlenmäßig aufschreiben. Die 5 Messwerte von Lisa lassen sich so vorhersagen. Die 3 Messwerte von Nike genauso und dasselbe für die übrige Stichprobe. Deswegen sind übrigens fehlende Werte mathematisch unkritisch. Die Vorhersage basiert dann einfach auf weniger Gleichungen. Problematisch wird es erst, wenn das Fehlen, wie etwa bei Dropouts, systematisch mit nicht beobachteten Variablen zusammenhängt. Missing not at random nennen wir das. Aber das ist ein größeres Thema. Was wir nun noch tun müssen, ist, unsere Parameter, die Bs und die Vs, möglichst gut zu schätzen. Dafür kommt meist das sogenannte Full Information Maximum Likelihood Verfahren zum Einsatz. Sobald wir damit Werte für die Bs und Vs gefunden haben, sind wir praktisch am Ziel. Wir können die mittlere Wachstumskurve ermitteln, ebenso wie jede einzelne Kurve. Auch die Korrelation zwischen dem individuellen Startwert V0i und der individuellen Steigung V1i, die ließe sich berechnen. Für unsere Daten ist die positiv. Heißt, je höher die Personen starten, desto positiver ist tendenziell die Steigung. Das hatten wir schon vermutet. Das Modell lässt sich problemlos auch noch erweitern. Zum Beispiel, wenn wir echte Kurven modellieren, indem wir einfach einen Polynomterm hinzufügen. Wir könnten auch Kovariaten aufnehmen. Vielleicht wird die Selbstwirksamkeit durch das Geschlecht beeinflusst. Das wäre dann einfach ein weiterer Term in der Gleichung. Und wie es der Zufall so will, enthalten unsere Daten für alle Studierenden auch noch die Angabe des Fachbereichs. Wir haben also in mehreren Ebenen geschachtelte Daten, deswegen auch der Name Multilevel-Modell. Auf der untersten Ebene stehen die Zeitpunkte T. Das ist unser Level 1. Diese Zeitpunkte sind in den Personen geschachtelt. Nicht jeder Zeitpunkt gehört zu jeder Person. Die Person ist damit unser Level 2. Personen wiederum lassen sich noch einmal schachteln, nämlich in Fachbereiche. Das ist Level 3. Und wenn unsere Daten noch Hochschulen und Bundesländer enthielten, dann könnten wir die als Level 4 und 5 aufnehmen. Fassen wir kurz zusammen. Beim Multilevel-Modeling starten wir mit einer oft sehr einfachen Vorhersagegleichung, die zunächst nur Fixed Effects enthält. Diese ersetzen wir Stück für Stück durch individuelle Random Effects und ergänzen, wenn vorhanden, Kovariate und weitere Hierarchieebenen, um unser Modell immer besser an die Daten anzupassen. Kommen wir zum Latent Growth Curve Modeling, kurz LGCM. LGCM geht konzeptuell gänzlich anders vor als Multilevel Modeling. Der Ansatz wurde zum ersten Mal auf einer Tagung im Jahr 1984 vorgestellt. Im Kern ist LGCM die kreative Anwendung von Strukturgleichungsmodellen auf longitudinale Daten. Die zentrale Annahme dabei ist, dass die Parameter einer Wachstumskurve latente Konstrukte sind.
Klingt harmlos, hat aber maßgebliche Konsequenzen dafür, wie wir über das Konzept der Wachstumskurve nachdenken. Klarer wird's wieder am Beispiel. Wir nehmen an, dass die Wachstumskurven für unsere Personen in der Stichprobe wieder durch eine Gerade gut beschrieben sind. Heißt, wir brauchen einen Y-Achsenabschnitt und eine Steigung. Und zwar individuell für jede einzelne Person. In der LGCM-Welt sind diese Parameter nun latente Konstrukte, also Eigenschaften, die in den Personen unserer Stichprobe existieren. Nehmen wir Lisa. LGCM sagt, dass hinter ihren Messungen der Selbstwirksamkeit, die YIs, zwei latente Merkmale stehen. Nämlich zum einen ihr ganz persönlicher Startwert bei Einschreibung, B0i, und zum anderen ihre individuelle Veränderung über die Zeit, B1i. Diese beiden Eigenschaften bestimmen jeweils Lisas Wert Y zu jedem Messzeitpunkt, hier angedeutet über die Pfeile. Wie beim Multilevel Modeling wirkt sich der Startwert konstant auf alle Messzeitpunkte aus. Das veranschaulicht man über eine 1 an den Pfeilen. Die Steigung hingegen wirkt unterschiedlich stark, abhängig vom Zeitintervall zwischen Einschreibung und der jeweiligen Messung. Also 0 mal bei der Einschreibung, 1 mal nach einem Semester, 3 mal nach dem dritten Semester und so weiter. Zusätzlich kommt noch jeweils das Residuum Epsilon dazu. Und wir können auch hier annehmen, dass sowohl das B0i als auch die Steigung einen individuellen Anteil und einen festen, personenübergreifenden Anteil haben. Man zeichnet das im Rahmen der LGCMs so ein wie hier, nicht von der Notation irritieren lassen. Dieses grafische Modell nun können wir als Gleichung schreiben. Das sieht dann so aus. Und das kommt uns extrem bekannt vor. Wenn wir diese Gleichung mit dem Multilevel-Modell vergleichen, dann steht da exakt dasselbe, bloß mit etwas anderen griechischen Buchstaben. Und wenn man jetzt auch noch weiß, dass in beiden Verfahren oft dieselbe Methode für die Schätzung der Parameter zum Einsatz kommt, Full Information Maximum Likelihood, dann lässt das nur einen Schluss zu. Mathematisch sind Multilevel Modeling und Latent Growth Curve Modeling hier dasselbe. Und so ist es auch. Beide liefern in unserem Fall praktisch die gleichen Parameterschätzungen. Sind das also gar nicht verschiedene Verfahren, sondern nur zwei Seiten derselben Medaille? Nein. Die Äquivalenz beider Ansätze gilt vor allem bei so einfachen Modellen. Man kann ein LGCM aber sehr schnell so verändern, dass es eben nicht mehr als Multilevel-Model geschrieben werden kann. So könnten wir annehmen, dass auch die Selbstwirksamkeit ein latentes, nicht direkt beobachtbares Konstrukt ist, für das unser Fragebogen lediglich eine mögliche Operationalisierung darstellt. Dann fügen wir einfach eine weitere Konstruktebene ein, auf der jetzt die Selbstwirksamkeit steht. Und vielleicht haben wir nicht nur einen Fragebogen zur Selbstwirksamkeit verwendet, sondern gleich zwei. Kein Problem. Wir fassen das einfach als zweiten Messwert zu jedem Messzeitpunkt auf. Und wenn wir zudem glauben, dass die Selbstwirksamkeit aus einer bestimmten Messung ganz maßgeblich auf den nächsten Messzeitpunkt wirkt, dann nehmen wir auch diese Beziehung einfach auf. LGCMs spielen darüber hinaus vor allem dann ihre Stärken aus, wenn wir besondere statistische Randbedingungen einfließen lassen wollen. So können etwa theoretische Erwägungen nahelegen, dass die Residuen der beobachteten Variable nicht, wie standardmäßig angenommen, normal verteilt sind, sondern einer schiefen Verteilung folgen. Das kommt zum Beispiel oft vor, wenn man mit Einkommenswerten arbeitet. Für LGCMs gibt es hier zuverlässige Lösungen, für Multilevel-Modelle noch nicht. Den wahrscheinlich wichtigsten Unterschied finden wir aber dann, wenn wir uns fragen, ob ein gegebenes Modell überhaupt zu unseren Daten passt. Denn unser Ziel ist es ja, die beobachteten Daten möglichst gut durch das Modell beschreiben zu können. Generell benutzen wir dafür sogenannte Fit-Indizes. Im Rahmen des Multilevel-Modeling kommen vor allem das AKIKE und das Bayesian Information Criterion sowie die Log-Likelihood zum Einsatz. Wir gehen darauf hier nicht weiter ein. Nur eins müssen wir speziell über diese Fit-Indizes wissen. Sie sind relative Fit-Indizes. Und das heißt, sie können lediglich entscheiden, ob ein gewähltes Modell weniger schlecht zu den Daten passt als ein anderes Modell. Ob unsere gegebenen Daten durch das Modell aber wirklich gut erklärt werden, sagen sie nicht. Beim LGCM, da ist das anders. Hier können wir uns an der gesamten Batterie absoluter Fit-Indizes für Strukturgleichungsmodelle bedienen. Das sind Indizes wie der Root Mean Square Error of Approximation, der Tucker-Lewis-Index und das Standardized Root Mean Square Residual. Für diese gibt es Regeln, die uns in absoluter Weise entscheiden lassen, ja, das Modell beschreibt die Daten gut, das behalten wir, oder eben nicht.
Multilevel-Modelle und Latent Growth Curve-Modelle haben also viele Gemeinsamkeiten, aber eben auch substanzielle Unterschiede. Sie kommen zunächst aus ganz verschiedenen theoretischen Blickrichtungen. Die einen eher aus der Regressionsrechnung, die anderen aus der Strukturgleichungsmodellierung. Sie nehmen aber beide die Idee der Fixed- und der Random-Effekte auf, um interindividuelle Unterschiede bei intraindividuellen Veränderungsprozessen zu erklären. Sie liefern sogar in vielen Fällen identische Ergebnisse. Sobald aber Randbedingungen berücksichtigt werden müssen oder die Fachtheorie komplexe Beziehungen zwischen Modellvariablen nahelegt, sind LGCMs das meist flexiblere Werkzeug. Zudem haben wir für sie relative und absolute Fit-Indizes. Auf der anderen Seite lassen sich Multilevel-Modelle sehr einfach auf weitere Schachtelungsebenen erweitern. Dafür sind sie gemacht. LGCMs verhalten sich hier etwas sperriger. Wir nehmen also mit, Multilevel Modeling und Latent Growth Curve Modeling sind mächtige Werkzeuge zur Analyse längsschnittlicher Daten mit ganz eigenen Stärken und Schwächen, über die wir jetzt eine gute erste Orientierung haben. Ciao und tschüss.